Ich bin so stolz auf meinen kleinen Wettkämpfer. Ich bin sicher, du gewinnst wieder den Pokal im Eierlaufen. Oh, der arme Henry. Naja, du wirst es schon überleben. Ich glaube, ich kann heute nicht in die Schule, Mama. Ich habe nämlich ganz schlimmes Bauchweh. Ich glaube, ich muss sogar ins Krankenhaus. Oh je, ich hoffe, sie müssen dich nicht operieren. Operieren? Wir wissen beide, dass du kein Bauchweh hast. Du tust mal wieder nur so, um dich vor dem Sporttag zu drücken. Nur keine Angst, Henry. Es macht nichts, wenn du bei allen wieder der Letzte wirst. Und wehe, du wirst wieder heimgeschickt, so wie im vorigen Jahr. Frau Lieblich hat gesagt, aufs Gewinnen kommt es gar nicht an, sondern dass man mitmacht. Sei nicht so gemein, Henry. So, Peter, deine Eier für den Eierlauf sind fertig. Komm, wir müssen noch deine Haare kämmen, damit du nett aussiehst, wenn du deinen Pokal bekommst. Genial! Süßigkeiten sind ungesund, Henry. Ich habe für den 400-Meter-Lauf trainiert und mein Papst hat mir für einen Monat Süßes verboten. Ein Monat ohne Süßigkeiten? Das hält doch niemand durch. Wenn man willensstark ist, schon. Was du nicht sagst. Die sauren Fruchtgummibällchen sind sowas von lecker. Oh, saure Fruchtgummibällchen. Die mag ich am liebsten. Magst du ganz sicher keins? Oh. Oh. Stellt euch jetzt bitte zum Dreibeinwettlauf auf. Der Dreibeinwettlauf fängt in einer Minute an. Wo ist dein Partner, Henry? Ich, Laura, du wirst Henrys Partnerin sein. Was? Beeilt euch, der Wettlauf fängt gleich an. Gehörst du auch zu uns, Henry? Vielen Dank, Henry. Hiermit hast du uns den Beweis geliefert, dass es im Pausenzimmer drunter und drüber geht. Martha aus der Schulkantine kennt ihr ja. Sie ist jetzt zuständig für das Pausenzimmer und sorgt hier für Ordnung. Und sie überprüft eure Pausenboxen und stellt sicher, dass ihr alles aufesst. Oh. Was? Also, ihr setzt euch jetzt alle hin, macht eure Pausenboxen auf und esst. Ich lasse mir doch von der miesen Martha nicht den ganzen Spaß verderben. Hey, das gehört mir. Jetzt nicht mehr. Das ist beschlagnahmt. Sie ist mein Muffin. Ja, ganz genau. Süßes ist verboten. Oh, das ist echt gemein. Sie darf doch nicht so einfach unsere Sachen essen. Was sollen wir denn machen? Morgen ist ein neuer Tag. Gib mir deine Süßigkeiten. Yeah. Ah, ist doch nur Plastik. Oh.
habe ich dich. Wenigstens ein Ort, an dem ich vor der miesen Martha sicher bin. Oh. Hä? So was? Leckereien? Hat keiner von euch Leckereien dabei? Ha! Wenn du mir nicht sagst, wo Laura ihre Leckereien versteckt hat, dann isst du in der Schulkantine, Andi. Und so viel ich gehört hab, gibt's heute ekligen Eintopf. So easy being me, I'm Henry. Müssen wir so viel Tee kochen? Machst du Witze? Ich hab Besseres zu tun, als auf Vater zu hören. Toll! Und was machen wir stattdessen? Du kapierst es nicht, oder? Du kochst den Tee, ich seh dir zu. Auf keinen Fall! Wenn du nicht tust, was ich sage, feuert mein Vater dein Vater. Also an die Arbeit, du Hohlbirne. Gut. Und jetzt ordne ich dir an, diese Sachen in den Tee zu mischen. Vergiss nicht, tu alles, was sie sagen, ja? Tja, wenn das ein Befehl ist... Schmeckt toll. Guter Tee. Danke, Henry. Mit diesem Tee hat jemand rumgepfuscht. Wer war das? Das war Henry, Vater. Ich wollte verhindern. Er hört nicht auf mich. Aber er hat's mir befohlen. Und du hast gesagt, dass ich alles tun muss, was er sagt. Keine dummen Ausreden. Sie sollten Ihren Sohn besser im Griff haben. Du musst lernen, was es heißt zu arbeiten, Henry. Ihr geht jetzt beide runter in die Verpackungsabteilung. Sofort! Das zahle ich dir noch heim, du Ratte. Nein, kannst du gar nicht. Denn mein Vater ist der Boss. Und da kannst du gar nichts machen. Du hilfst mir jetzt, sonst gehe ich. Würde ich nicht. Sonst bekommst du noch mehr Ärger. Und du arbeitest nicht schnell genug. Oh, sieh dir das an. Nichts hasst Vater mehr als Verschwendung von Zahnpasta. Jetzt wird er bestimmt stocksauer werden. Getroffen. Sei nicht so gemein, Henry. Ich wollte ihn aufhalten, Vater, aber er hört nicht auf mich. Ich glaub's nicht. It's so easy being me, I'm Henry. Ich hab wirklich alles versucht. Aber jedes Mal, wenn ich eine super Idee hatte, bekam ich Ärger. Nur wegen dir. Aber ich war doch immer brav und hab doch gar nichts gemacht. Doch hast du schon, Zwerg. Du bist auf die Welt gekommen. Da kann ich doch nichts dafür. Warum rede ich überhaupt noch mit dir? Ich mach mich jetzt aus dem Staub. Nein, Henry, du kannst mich doch hier nicht allein lassen. Doch, kann ich schon. Ich grab mir jetzt einfach einen Tunnel. Blöder Löffel. Au! Gut, jetzt reicht's mir. So klappt es bestimmt. Henry, du darfst mich nicht hier lassen. Du bist echt gemein. Nein, bin ich nicht. Ich mag dich nur nicht. Das ist alles. Das stimmt gar nicht. Du hast mich doch mal gerettet.
hat sich gerettet? Wann? Als ich ganz klein war. Gemein, Henry. Jetzt hast du Peter wieder zum Weinen gebracht. Ich habe dich gewarnt. Nein, Mama. Sieh, da. Böser Wauwau. Du hast mich gerettet. Du bist mein Held. Ich hab dich nie gerettet. Ich hab den Hund verscheucht, weil er sich Mr. Kill schnappen wollte. Ich hab ihn nur angebrüllt, um Mr. Kill zu retten. Dich doch nicht. Das stimmt gar nicht. Du hast mich gerettet. Von mir aus hätte der Hund dich ruhig in die Beine und in die Nase beißen können. Es wäre mir sogar egal gewesen, wenn... Häschen! Nein! It's so easy being me. I'm Henry. Tadelloses Benehmen. Ich mein's ernst. Ich will keinen Anruf von Nickys Eltern, weil ich dich wieder abholen soll. Buongiorno! Ich bin Henry. Oh, willkommen, Henry! Willkommen, Henry! Willkommen, Henry! Wohnt Nicky hier? Wo sonst? Brav, Jungs, brav. Oh, lass dich nicht von unseren Babys stören. Nicky! Mein kleiner Freund ist da! Auch nicht von meiner Gemahlin. Sie wärmt sich nur fürs monatliche Opernkaraoke auf. Lotto, da bist du ja, Henry. Beachte sie einfach nicht. Sie denken, sie wären cool. Cool! Deine Eltern sind ganz schön, laut. Ja, sie haben da so ihre eigene Lebensvorstellung. Um wie viel Uhr müssen wir ins Bett? Na, wann wir wollen. Ich mach meine eigenen Regeln. Cool, nicht wahr? Obercool. Da hast du ganz schön Glück. Ja, außer dass es langweilig ist, die eigenen Regeln zu brechen. Und das ist meine kleine Schwester, Lilly. Ich hab dich lieb, Henry. Igitt! Du bist der Erste, der bei mir übernachtet. Also, was sollen wir jetzt machen? Wir könnten die Küche plündern. Oh, das klingt gut. Mit was sollen wir anfangen? Wo versteckt deine Mama die Kekse? Hier, fang! Aber so ist das irgendwie kein richtiges Plündern. Oh, soll ich sie irgendwo verstecken? Rigoletto, gib das sofort wieder her. Tut mir leid, Henry. Vielleicht später. Lass uns lieber irgendwas anderes machen. Hier befinden wir uns in unserer Dauerausstellung und sie führt uns durch die gesamte Geschichte des Ortes, an dem wir leben. Die Pflanzenwelt, die ihr hier seht, überwucherte einmal unseren gesamten... Da hätte ich ja auch in unserem Garten bleiben können. Betrachten wir mal diese Erde. Echter Nährboden von Mutter Natur. Seit der Entstehung der Menschheit ist sie unverändert.
Seht sie euch an, fühlt sie, riecht sie. Unsere alte Erde lebt und steckt voller Rätsel unserer Geschichte. Sie lebt, sie lebt. Sehr witzig, junger Mann. Aber genau das trifft zu. Die Erde lebt und wie sie lebt. Und das ist das Reich der Würmer. Ich will das gar nicht sehen. Ich hasse Würmer. Wir könnten sie essen, das habe ich im Fernsehen gesehen. Pfui! Wie schmecken Würmer eigentlich? Keine Ahnung. Ja, nicht auf die Würmer! Helft alle mit! Ich will, dass ihr alle Würmer sofort wieder einsammelt. Interessant. Ich fass die nicht an. Da kriege ich bestimmt Ausschlag. Doch, jetzt stellt euch nicht so an. Das sind doch bloß Würmer. Frau Streitaxt, darf ich aufs Klo? Ja, ja, von mir aus, aber trödel nicht rum. Irgendjemand ist dafür verantwortlich. Ich bin schwer enttäuscht von euch. Wirklich schwer enttäuscht. Frau Lieblich, diese frühen Siedlungen waren wirklich sehr interessant. Wartet auf mich. Komm, die andere holen wir nach der Mittagspause. Netter Hut, aber du trägst ja einen Rock. Touch mich bloß nicht an. Ah, der hat geredet. Der Typ da hat geredet. Ach ja, interessant. Dann geh lieber wieder zu deiner Klasse, Freundchen. Nein, das ist die Klasse von meinem Bruder. Meine Klasse ist da drüben. Kamera und Lautsprecher funktionieren. Kannst wieder abschalten. Und gut gemacht, Jörg. Schätze, vor Angst wird der Kleine so schnell nichts mehr anfassen. Dich kriege ich noch. Jörg, warst du das? Bist du sicher? Dein Auftritt wird ganz bestimmt ein voller Erfolg, Peter. Wir werden sehr stolz auf dich sein. Sehr verehrtes Publikum, heute spiele ich für Sie mein Lieblingsstück. Hippo, das lustige Flusspferdkind. Stell das sofort ab, Henry! Spielen. Na, weil du ein viel größeres Dummerchen bist als ich. Ach so. Ha? Jetzt reicht's mir aber. Möchtest du ein Autogramm? Ha, träum weiter. Mach dir nicht so einen Krach, wir proben nebenan. Ha, könnt ihr euch sparen. Wir gewinnen sowieso. Ganz sicher. Ihr seid total mies. Die Killerboy Reds sind sogar besser als ihr. Und ihr seid nicht mal eine Band. Ihr seid nur zu zweit, also seid ihr ein Duo. Und jetzt tu der ganzen Straße einen Gefallen und hör auf! Sie hat recht, Henry. Wir werden niemals so gut wie die Killerboy Reds. Stimmt, werden wir nicht. Wir werden besser. Also los, wir brauchen noch einen Dritten in unserer Band. Wieso willst du ein Mitglied unserer Band sein? Ich möchte Freunde haben und glücklich sein. Der Nächste! Und? Ich finde, du warst mega gut, oder Henry? Zu gut. Der Nächste! Kannst du singen? Keine Ahnung. Klavier spielen? Keine Ahnung. Auf eine Trommel hauen? Ein Tamburin schütteln? Mit den Fingern schnippen? Keine Ahnung. Der Nächste! Der Nächste!
kannst du echt auf der spielen? Nein, aber ich weiß ganz viele interessante Sachen. Der nächste! Bert, ich hab's dir doch gesagt. Mädchen sind nicht erlaubt. Aha, da haben wir doch unseren dritten Mann. Also, wenn du in meiner Band mitspielst, dann darfst du Captain Peter der roten Handbande sein. Du meinst sowas wie jemand, der sagen darf, was man macht? Ja, naja, so in der Art. Ich bin natürlich noch der Anführer. Und ich bin der zweite Anführer. Aber du hättest gleich nach uns beiden das Sagen. Ui, toll! Ich bin dabei, aber wir haben keine Zeit mehr zum Üben. Mach dir darüber keine Sorgen. Killer Boy Red!